Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap ohne Gräben in der Version 1.4. Wir sind mit 4 Dreschern auf 4 Feldern am Fahren. Wir haben 4, ich sag mal, vier Abfahrer, alles mit Cosplay. Und schauen wir mal, wie das läuft. Ja, der hat sich hier ein bisschen festgefahren. Kann ja mal passieren. Ich weiß nicht, warum der schon abfährt. So, ne, er fährt noch gar nicht ab. Ach, ist das Hofsilo voll? Nein. Wohl nicht, oder? Yippie, aber Feld 1 ist gleich fertig. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Das läuft alles. Wir können mal ein bisschen Milch zur Molkerei bringen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und solange wie die Ernte automatisch läuft. Wir haben hier, weiß ich nicht, wie viel 100 Milliarden, Millionen Liter Milch. Mal schätzen, 500.000 Liter Milch haben wir. Und die Molkerei nimmt überhaupt nur 300.000 an. Gucken wir mal, ob wir überhaupt was loswerden. Muss ich auch mal gucken, ob ich das automatisiert kriege, dass das Abfahren der Milch von alleine geht. Dass ich mich da nicht immer drum kümmern muss. Das wäre der Knaller. Wie viel haben wir denn hier schon? Also der Platz ist hier noch 257.000. Naja, eine Ladung ist das auf jeden Fall noch. Ich will mal eben gucken, wie viel wir denn noch haben. Bei den Bühnen. 453.000 Liter. Ja, okay. Stroh brauchen die Kühe mal wieder. Ja, okay, aber sonst geht's allen anderen gut. Sauberkeit bei den Schweinen. Da müssen wir eine Lilly kaufen. Ich wusste bloß nicht, wo der Schmutzbereich ist. Das gucken wir uns gleich mal an. Das gucken wir gleich mal. Ansonsten sind wir, wie gesagt, auf 4 Feldern am Dreschen. Auf Feld 9, auf Feld 4, auf Feld 1 und auf Feld 33. Irgendwie. Ja, doch. Es scheint zu laufen. Was so schön ist. Also, Stroh bei den Kühen kriegen wir hin. Und den lassen wir jetzt mal voll laufen. Der Axion steckt im Verkehr fest. War ja klar, dass man da wieder so einen unfähigen Abfahrer hat. Aber auch da kenne ich schwierigere und größere Probleme. Mal gucken, ich habe hier eine neue Version vom Cosplay. Wenn es was gibt, mir noch nicht so aufgefallen ist. Nö,
Es läuft. Auch alles gut. Auch alles gut. Ja, das scheint wohl. Scheint wohl zu spielen, das ist ja schön. So, wo ist mein Milch-LKW? Ist aber noch nicht voll. Das können wir wieder zumachen. Und Milch-LKW ist voll. Oh ne, was ist denn hier los, ey? War doch sonst nie so schlimm. Da an den Kursen nicht viel verändert. Ist Cosplay so scheiße geworden? Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht bestimmt irgendwie an mir, aber... Ihr habt doch hier Kurse, die ich teilweise schon ewig nutze. Wo ich sonst nicht so viel Probleme mit hatte. Gucken wir gleich mal. Und eben zum... Molkerei und die Milch wegbringen. Muss hier auch mal Produkte abholen und verkaufen. Unbedingt. So. Der Vario hat durchdrehende Reifen. Ja, die soll er wohl haben. Wie war das denn noch? Das ist schon ein bisschen... ...bisschen schade, dass er das hier... Der da so Mist baut. Aber egal. Wisst ihr was? Das geht gar nicht. Der wäre jetzt hier voll gegen die Wand gefahren. Ich fahre jetzt den Kurs einmal andersrum. Damit ich auch das andere Silo ein bisschen befülle. Naja, das wird nämlich nur von dieser Richtung befüllt. Dann befülle ich das jetzt mal eben von Hand. Da eben wiegen lassen. Wird das eigentlich auch gewogen, wenn ein Abfahrer fährt? Also wenn ein Helfer fährt? Das ist nur eine Anzeige. So. Fahrer einstellen. Was macht er jetzt? Fährt jetzt erstmal ab. Da hat ja nichts drin. Soll er machen. Soll mich mal nicht stören. Ja, einmal durchgefahren. Weil der Drescher ist auch schon wieder voll.
So, los, komm. Finden wir den Drescher. Ich will mal sagen, ich habe hier Erfahrung aktiviert. Und das macht er sogar. Scheinbar. Wenn er jetzt auch mal einen vernünftigen Kurs fährt zur Brauerei rein, dann bin ich ja schon zufrieden. Das hat er wohl nicht gesehen, dass da noch Frucht stand. Unfassbar. Ja, danke auch. Ich weiß gar nicht, wer mir den Tipp gegeben hat. Fürs Update, für meine Schneidwerke. Ich habe jetzt hier scheinbar eine Version gefunden. Also einfach ein Update gefunden. Wo ich keine Grassamen mehr aufnehme. Okay. Wir sind auf Feld 1 und sind fertig. Das ist sehr schön. Ist der Abfahrer auf dem Weg hierher, oder? Ah ja, der Abfahrer ist auf dem Weg, sehr schön. Das heißt, er tankt ihn ab. Dann können wir auf Feld 20 fahren. Schön, schön, schön. Wieder leer machen. Jawohl. Ach ja, gut, den vorne, den soll natürlich noch nicht einklappen. Ah, schön, dass mein... Ach so. Gut, das soll er ja nicht. Jetzt fahren wir eben schnell zu Feld 20. Dann können wir eigentlich hier schon jemanden hinschicken. Zum Ballen machen. Wir werden Ballen haben bis zum Gehen. Ja, schön. Der nächste Klaas hat schon wieder durchdrehende Reifen. Ist das nicht der, der hier gerade weggefahren ist? Ey. Cosplay macht mich gerade nicht glücklich. Liegt das an mir? Aber den Kurs habe ich hier schon ewig. Habe ich, glaube ich, nie solche Probleme mit gehabt. Also ihr könnt ja gerne mal alle meine Videos durchgucken. Aber... So. L20. Dreschen. Haben wir wo den Anfang? Wo sind wir? Hallo. Da sind wir. Ersten Punkt gerade anfahren habe ich aktiviert. Ein Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Fahrer einstellen. Das ist doch schön. So. Machen wir jetzt mal von Hand eben. Ich weiß gar nicht, was wir auf Feld 20 haben. Da muss ich mal schauen. Wo habe ich eigentlich die Ultima? Die Ultima steht, glaube ich, unten am
eh ganz hoch, ne? Ich glaube, ich könnte mir nochmal... Quatsch, wo fahre ich denn hin? Ich könnte mir eigentlich nochmal eine zweite kaufen. Ich könnte mir auch noch einen neuen Trecker kaufen. Sowieso vor. Feld 20 Silo. Und wir suchen Drescher auf Feld 20. Ja, dann soll er mal fahren. Steht mein... So, wo ist denn jetzt der Dreckbereich von den Schweinen? Sprich, wo brauche ich meine Lilly? Okay, hier drin. Alles klar. Ja, dann platzieren wir die doch mal hier. Kaufen wir uns mal eine. Bei Tiertechnik war das, glaube ich. Da habe ich schon zwei. Und jetzt noch eins. So. Jetzt ist ganz wichtig, die muss man erstmal programmieren. Die Lilly. Halt. Eins. Lilly Junior. Juno zur Basis. Wie man das genau macht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar. Und ja, wenn ihr mich abonniert, freue ich mich natürlich auch. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet. Bei der zweiten Folge. In diesem Sinne, sage ich mal, ciao!